Wer solch einen Ausblick bietet, dessen Café füllt sich fast von allein. Doch freies WLAN erwarten die Gäste selbstverständlich auch hier, wie mittlerweile fast überall. Einfach lossurfen ist dabei in Deutschland allerdings ein Problem. Die Kunden müssen sich fast immer erst durch vorgeschaltete Seiten klicken, Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das ist natürlich ein bisschen umständlich. Da ist es teilweise im Ausland schon etwas leichter, zum Beispiel in den Niederlanden, wie wir es vom Urlaub her kennen. Dadurch versucht man es halt meist gar nicht erst, also ich zumindest, weil es halt meistens total schwer ist. Was sich hier die meisten wünschen, er bringt es auf den Punkt. WLAN an, WLAN funktioniert und ab in den Browser. Der Grund, warum das bisher nicht funktioniert, die sogenannte Störerhaftung. Bietet ein Gastronom einen WLAN-Zugang an und lädt ein Kunde darüber illegal Dateien herunter, dann kann dafür der Gastronom in Haftung genommen werden. Das soll sich nun ändern. Für uns ist das neue Telemediengesetz dann ein Befreiungsschlag. Endlich können wir rechtssicher freie WLAN-Zugänge für Gäste in Cafés, Restaurants und der Hotellerie anbieten. Darauf haben wir lange gewartet. Auch in Bussen, Bahnen und an vielen anderen öffentlichen Orten kann man mittlerweile surfen. Und überall stehen die Anbieter dabei bisher vor dem gleichen Problem. Aber auch Privatpersonen werden regelmäßig abgemahnt, weil ihr WLAN von anderen für illegale Downloads missbraucht wurde. Da ist natürlich eine hohe Aufregung. Die haben eine Kostenforderung von 1.000 bis manchmal 4.000 Euro, die da erstmal im Raume stehen und wissen nicht, wer hat diese Tat, diesen Download begangen. Das ist dann immer die große Frage, die da im Raume steht. Und die fallen eigentlich aus allen Wolken. Für die Verbraucher bringt die Abschaffung der Störerhaftung damit wohl nicht nur mehr freies WLAN, sondern auch weniger persönliches Risiko, wenn sie denn ohne Einschränkung kommt. Matthias Marx hat daran noch Zweifel. Er und seine Mitstreiter von der Initiative Freifunk Hamburg versuchen mit Antennen wie diesen schon jetzt, die ganze Stadt mit freiem, kostenlosem Internet zu versorgen. Die Störerhaftung muss weg, sagen sie, befürchten aber Gegenwind. Ja, Rechteverwerter haben sicherlich ein großes Interesse an der Störerhaftung, weil die Rechteverwerter sich dann nicht die Mühe zu machen brauchen, festzustellen, wer tatsächlich den Schaden begangen hat, sondern einfach den Anschlussinhaber dafür in Haftung nehmen können. Dieses Interesse, beispielsweise von Musik- oder Filmindustrie, bleibt sicher bestehen. Doch Stand heute sieht es so aus, als ob Deutschland dem Ziel bald näher kommt. Freies WLAN für alle und überall.